Auf zu einer neuen Runde Hyrule Warriors, liebe Freunde. Jawohl, da sind wir wieder. Und ich habe jetzt offscreen gerade so ein kleines bisschen gelevelt und so weiter und so fort. Und ich würde vorschlagen, ja, wir legen einfach mal gleich mal los mit Zanto. Zanto habe ich halt ein klitzekleines bisschen noch weiter trainiert. Zwar nicht viel, aber ja, er macht jetzt ein bisschen krasseren Schaden und so weiter und so fort. Sheik ist jetzt auch besser. Ist jetzt, glaube ich, Level 71 oder so, oder 76, glaube ich. Nee, nicht so weit habe ich nicht trainiert. Ich glaube, Level 66, 67 müsste er jetzt, glaube ich, sein. Macht jetzt also besseren Schaden. Und ja, heute habe ich Folgendes vor. Ich möchte heute zwei neue Waffen holen. Einmal von Zanto und einmal von Prinzessin Ruto. Wir fangen gleich mal mit Zanto an, weil ich ihn auch schon ausgerüstet habe und so weiter und so fort. Ich habe ihn auch schon ausgewählt. Und die Mission heißt Schlacht der Meisterstrategen. Klingt schon mal sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass das Zanto ein Stratege ist, aber anscheinend doch. Ja, er ist Level 67, habe ich jetzt geschafft, ihn hochzuleveln. Und ich nehme seinen Schattensäbler mit 5 Sternen. Guck mal, Combo 2 plus, Combo 4 plus, Combo 5 plus, Finsternis-Bonus, ist eine gute Waffe. Auf der Master Quest-Karte unterliegt jede Schlacht einer speziellen Master Quest-Regel. Stell dich der Herausforderung. Zeitdruck. Du musst die Schlacht in unter 15 Minuten bewältigen. Du kannst keine Elixiere verwenden. Na, blocken kannst du sowieso nicht. Keine Angriffs-Items. Du kannst Bomben, Bogen, Bumerang und Fanghatten nicht verwenden, obwohl so ein riesiges Viechbild vielleicht dann kommen sollte. Überempfindlichkeit. Ein einzelner Schlag bringt dich an den Rand der Niederlage. Zum Glück hilft dir das Item Magische Uhr, dass Feinde eine Zeit lang stillstehen. Ja, diese Mission gibt es wirklich, die ist übelst schwer. Ich hab die mal ausprobiert, ich hasse sie. Ich werde allen zeigen, wie wahre eure Macht aussieht. Ich habe mal den ersten Schaden bekommen. Und schon wieder sind die Typen irgendwie... Das ist irgendwie das, was ich überhaupt nicht mag. Dass das eine Fähigkeit ist, die ich sehr gut liebe und schätze bei Zanto. Das hat überhaupt nichts gemacht. Ich habe jetzt schon wieder viel zu viel Schaden bekommen. Wie viel habe ich? Bin jetzt schon bei 1200. Die Schlacht hat gerade erst angefangen. Aber wie gesagt, Zanto ist doch eigentlich saugut trainiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der so wenig Schaden macht. Gut, der hat doch bestimmt hier irgendwie total krasse Verteidigung und so weiter. Willst du bitte runterkommen? Das geht auch anders bei den Viechern. Mach ich's immer auf altmodische Art und Weise mit der Verrücktheit Zantos. Jetzt hat mich das Vieh schon wieder angegriffen. Wie viel Schaden habe ich jetzt schon wieder bekommen? 1600, ja, natürlich. So. Merkt hier, welche Charaktere am schwersten es haben, die ganzen Items zu bekommen und welche es am einfachsten haben. Das ist Zanto, wie ich ihn liebe. Er ist einfach nur cool. Er hat eine Klatsche, aber dafür finde ich ihn einfach nur cool. Er war sowieso, er ist für mich einer sowieso der krassesten Bösewicht überhaupt aus dem ganzen Zelda-Universum. Er kommt nicht an. Er kommt an Gandalf nicht ran, aber er ist trotzdem übelst durchgeknallt. Und ich mag ja durchgeknallte Typen sowieso. Kein Wunder, dass ich den Joker voll feiere. Der Joker ist sowieso auch einer meiner absoluten. Was ist denn das schon wieder für einer? Der ist auch schon wieder so krass. Der hat auch schon wieder so eine übelst krasse Verteidigung. Und dann sowieso die schlimmsten Gegner dabei. Diese blöden Schwabbelbabbel-Typen. Der hat mich nicht ernsthaft gerade getroffen, oder? Gandalf muss auch sehr stolz sein, dass er so einfach Typen hat. Aber es ist ja immer so, die verrücktesten sind eigentlich meistens immer die schwächsten.
So. Ja, Zanto hat es halt nicht leicht. Jetzt treffe ich ihn nicht. Weil die kleine Sau da oben die ganze Zeit fliegt. Wie, warum? Warum droht es zu fallen? Dürfte ich mal fragen, warum? Ach so. Mann, Alter, wie kann denn der so krasse Verteidigung haben, dass da meine Attacken nicht durchkommen? Das ist einfach so, was ich an diesem Spiel nicht verstehe. Kommst du runter? Jo, und so bist du tot. Bitte seid ihr nicht tot. Ey, willst du mich verarschen? Er lebt immer noch? Danke. So. Jetzt räume ich erstmal hier in dieser blöden Festung auf. Weil diese Mannhandler sind einfach dafür schuld. Ah, wie viel Leben hast du denn noch? Scheiße, bin ich tot. Ist jetzt auch tot. So, dann wird mich meine Hauptfestung nicht mehr angegriffen. Jo, super. Das wollte ich doch die ganze Zeit erreichen. Danach muss ich mich um den anderen Typen da oben kümmern. Dann muss ich da unten hingehen, da unten, wo der jetzt gerade hinblinkt und so weiter. Da ist nämlich der Sonderkommando-Typi. Und der ist übel scheiße. Ja, jetzt hat er sich natürlich zurückgezogen, um herauszufinden, wann kann ich denn angreifen? Ich weiß gar nicht, ist die hier eigentlich am besten, die Attacke? Ich glaube eigentlich ja nicht. Es gibt, glaube ich, bei Zanto eine bessere Attacke, um alle Gegner platt zu machen. Jetzt können wir gegen Sheik. Sheik war hier irgendwo gewesen. Also bis jetzt habe ich noch keine große Strategie von den allen. So, da ist Sheik, wir bringen ihn um. Das war ja veganisch. So, machen wir es auf die altmodische Art. Wie viel Leben habe ich jetzt noch? Ja. Ich muss unbedingt einen A-Rang schaffen. Zack. Mit diesem Angriff kriegen wir doch immer am meisten die Gegner. Erwischt? Er hat mich erwischt. Nein, Mann. Wo kommen denn jetzt schon wieder die zigtausend Gegner her? Ja gut, Sheik ist down. Die Schwabbelbacke lebt immer noch. Mann, warum lebt die Schwabbelbacke noch? Er hat die volle Kanne Sache abbekommen und trotzdem lebt er noch. Warum? Verstehe ich nicht. Warum lebst du denn noch, du Schweinebacke, Mann? Das sind so Sachen, die ich mich mal frage, wie kann der leben? Also der kriegt einen Schattenball ab und trotzdem, guck mal, ich lebe noch. Okay, jetzt bringen wir schnell die Fei um, weil die nervt, die ist übelst nah dran wieder mal. Also das ist eine Schwertdame, wie kriegt die das hin? So. Halt doch mal einfach die Fresse. So, und jetzt wieder eine volle Breitseite. Supi. So, die ist down. Pff,
voll auf die Fresse geflogen, aber egal. Oh oh. Ah, ich bin fast beim Ende. Ich glaube, ich werde gleich mal bei meinen das Ende einleiten. Ich werde die Waffe haben. So, dann hole ich noch ganz schnell die Skulltula. Ich höre immer noch die Musik auf jeden Fall. Oh. Okay, ist egal. Ich mache jetzt den Endbossblatt. Also den Feldmarschall. Und dann habe ich das nicht erledigt. Oh, oh, warte mal. Also ich denke mal, das werden die doch halten, oder? Müssten sie eigentlich halten. Nein, Jirahim ist der. Nein, oh Scheiße, Mann. Mal gucken. Es macht natürlich keinen Schaden. Muss aufpassen, dass ich nicht so viel Schaden kriege, weil ich will die letzte Waffe von ihm haben. Schön, dass ich gerade gar nichts gesehen habe, wo er gerade herkam. Ja, doch, wird noch klappen. Hat natürlich auch keinen Schaden. Oh, oh, was denn? Da kann wieder was machen. Nimm das! Hör mal auf! Oh oh! Hat mich gerade erwischt. Er hat mich nicht. Ich muss ihm gerade noch so viel Schaden zufügen, bis er irgendwann sein Power-Ding weg ist. Also sein. Das hier. So. Habt's. Ja, weil der natürlich keinen Schaden gemacht, war ja klar. So, wer ist der bessere Untergebene? Ist es Zanto oder ist es Jirahim? Ich sehe ihn gerade nicht. Ach, da ist er. Jetzt ganz, ganz stark konzentrieren. Natürlich ist Jirahim auch ein Schattentypi. Ist ja klar, dass er dann nicht so viel Schaden frisst wie manch andere Typen. Zack, gewonnen! An Gandalf, keine Sorge, wir haben doch schon längst gewonnen. Zanto hat's gerichtet. So, jetzt her mit meinem Gold. Her mit meinem Gold. Her mit meiner Schatztruhe. Yes! Die dritte Waffe von Zanto. Geil. Oh, jetzt kann ich endlich richtig leveln. Jetzt macht er ja noch mehr Schaden. Din, 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 din. Du hast eine versiegelte Waffe erhalten.
Du kannst sie dir später ansehen, wenn genau du was du dabei erbeutet hast und so weiter und so fort. Es ist natürlich eine neue Waffe. Yeah. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ah, schön. Das ist genau das, was ich haben wollte. Jetzt macht Santo noch mehr Schaden, weil ich die krasseste Waffe überhaupt habe. Aber ich glaube, die Mission mit Prinzessin Ruto schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Das müssen wir im nächsten Part machen. ...3600 ist schon... ...Säbel der Düsternis. Oh, wie geil sieht das denn aus? Ist das nicht das Schwert, was... ...was er in dieses Skelettwesen da reingehauen hat? Ja, war? Ey, das sieht übelst geil aus. Mit Schattenmagie geschmiedete Klinge. Kombo-Angriffe füllen ihre Leiste. Ist sie voll, wirst du betäubt. Also verbrauche sie vorher mit einem starken Angriff. Und wirbel durch die Feinde. Ja, finde ich sehr schön. Das werfe ich ihn weg. Ne, den Rubinenbonus kann ich immer gut gebrauchen. Ich glaube, ich werfe das weg. Und das werfe ich weg. So. Oh, Feißkristall, sehr schön. Das ist cool. Das ist so gut. Wieder so ein goldener Gegenstand. Sehr wichtig. Oh, geil. Super, jetzt werde ich noch die Waffe von Santo besser machen. Und dann können wir ja bald die nächsten Waffen holen. Und zwar nämlich von... Ich könnte noch eine hier von Link noch holen. Ja, läuft gut. Und dann müsste ich eigentlich noch die Waffen von Volga, Sia und Pyroma holen. Aber die sind sauschwer zu holen. So, dann werden wir erstmal kurz in die Waffenkammer gehen. Fähigkeiten übertragen. Stärkere Waffen. Krummsäbel. Und wir nehmen den Zahn der Finsternis. Komponente. Was nehme ich denn? Ich will erstmal... Ne, den habe ich da auch nochmal. Dann nehme ich hier den Rubinenbonus. Jo. Und dann nehme ich den Kombo. Ich nehme lieber den Kombo. Dann kombinieren wir die Sache zusammen. Dann haben wir den ersten schon mal fertig. Dann benötigen wir den Finsternis-Bonus, würde ich lieber haben. Zack. Dann nehmen wir bei... bei denen nehme ich jetzt den Rubin-Bonus. Oder lasse ich den Rubin-Bonus noch... Stärkere Attacke. Das ist auch wichtig, dann macht er nicht mehr Schaden. Die Kombos sind zwar auch mal sehr wichtig und so weiter, aber ich glaube, ich nehme noch mal... Was nehmen wir dazu? Nehmen wir den Rubin-Bonus... Damit ich mehr Schaden, damit ich mehr Rubine kriege, auf jeden Fall. Und dann nehme ich noch zum Schluss. Den Finsternis-Bonus habe ich schon, oder? Mhm. Ja. Den habe ich schon. Könnte ich doch eigentlich noch die Kombo hier noch verbessern, oder? Und dann warte ich noch, bis ich eine Erfahrungsbonus-Sache habe. Dann kriegt die nämlich nochmal Zanto und dann kriegt er noch mehr Erfahrung. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall. Dann werde ich mal kurz mal gucken bei Ruto. Habe ich da noch irgendwelche Stärkeangriffe oder sowas? Starker Angriff, ja, da ist was. Okay, der hat schon den starken Angriff. Der hat den starken Angriff. Gehen wir mal zu Agneta. Die muss ich auch schon mal vorbereiten. Ah, hier hat es Erfahrungsplus. Okay, hier hat es Combo Plus. Dann nehme ich mal.
Nee, da gefällt mir noch nichts. Girahim. Wo ist denn deine krasse Waffe eigentlich? Hier. Ich habe ja wieder hier noch ein paar Komponenten. Kombo. Finsternisbonus kann ich also die Waffe nehmen. Dann haben wir den starken Angriff. Ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig mache, aber ich denke mal ja. Damit er halt noch der besseren Schaden macht. Finsternisbonus auf jeden Fall. Und was nehmen wir zum Schluss? Besiegt eine Anzahl Gegnern, um eine Spezialangriffleiste aufzufüllen. Erhöht Beutequote für Waffen mit vielen Sternen. Könnte man eigentlich auch mal mitnehmen. Aber ich will lieber was mit Erfahrung haben, solange er noch... Ne, habe ich ja schon. Und dann nehme ich den Sternenbonus. Und zack, kombiniert! Okay, Freunde, dann sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen beim heutigen Part von Hyrule Warriors. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Und im nächsten Part würde ich vorschlagen, wir machen was anderes diesmal wieder, wa? Ich gucke mal, ob ich ein bisschen was mit Ruto machen kann oder sowas. Oder auch mit Link könnte ich ja noch eine weitere Waffe noch freischalten. Oder ich mache was, einen neuen Charakter mal wieder. So Marin war ja auch letztens gewesen. Ich habe noch Zelda, will ich euch noch zeigen. Ich will euch Ravio zeigen. Ich will euch Link zeigen. Linkel, Tingle, Melody und Tetra. Die will ich euch alle noch zeigen. Und König Daphnus soll auch nochmal einen riesen Auftritt nochmal kriegen. Midna will ich euch auch nochmal zeigen. Habe ich zwar eigentlich schon mal gemacht, aber muss trotzdem nochmal gezeigt werden. Ja, Freunde, dann würde ich vorschlagen, ich werde jetzt ein bisschen trainieren. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Hyrule Warriors. Danke wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und vorbeischauen. Tschüss. Tschüss.